Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Risen 2. So, wir stehen gerade bei Wilson. Was hast du? Schon? Einfach nur um ein paar Sachen zu verkaufen, weil in der letzten Folge haben... Ach, die Admiralsklinge ist echt gut. Ist echt nicht schlecht. Wir haben ein paar Skills erlernt in der letzten Folge. Und leider haben diese Skills so in etwa 8000 Gold gebraucht. Weswegen ich mich jetzt schweren Herzens von... Ne, vom Seelenrufer trenne ich mich noch nicht. Wir haben noch genug anderen Scheiß, den wir verkaufen können. Um ein bisschen Kohle zu machen. Brauchen wir die Schwertrohlinge ja eigentlich nicht, ne? Weg damit. Machen wir das weg, machen wir das weg. Von dem anderen Scheiß, bald wir mal... Das kann weg, das kann weg. Die Affenschädel können weg, die Säuredrüsen, die Krallen... Die Leuchtkugeln, die Schädel, die Augen, die Zähne, die Sicheln, die Ohren, Knochen, die Perlen, die schwarzen Perlen, die Diamanten, die Rubine, die Saphire, Smaragde, Jadesteine, Goldbrocken, Priestermask. Ich behalte den Rest mal. Wir haben jetzt schon wieder 5000 Gold. Also ganz ehrlich, an Gold mangelt es uns einfach mal absolut gar nicht. Wir sind der absolut geilste Piraten-Captain, den es weltweit gibt. Dafür. Und deswegen stellen wir uns Slain. Und mal schauen, wie das ausgeht. Einen Moment. Ich kann dich da jetzt nicht reinlassen. Geh mir aus dem Weg, oder du wirst es bereuen. Ich wollte gerade sagen, ich kann ihm auch einfach die Fresse polieren. Weißt du, muck da auf. Weißt du, hat so ein... Komm, Zeit ist es nicht wert. Übergelaufen? Was war das denn? Du meinst, er hat uns einfach im Stich gelassen? Ich fürchte ja. Wahrscheinlich sitzt er jetzt gerade mit den Protektoren an einem Tisch und lacht über uns. Ach, ich weiß nicht. Das passt gar nicht zu ihm. Hör zu, ich schwöre dir. Glaub ihm kein Wort. Er ist ein Lügner. Tja, jetzt hol mich der Teufel. Du lebst noch? Ja, aber du nicht mehr lange, du Schwein. Komm raus, lass es uns zu Ende bringen. Was zum Henker ist hier eigentlich los? Slain hat uns beide verarscht, Admiral. In seinem Auftrag habe ich gegen dein Handelsverbot verstoßen. Zum Dank dafür hat er versucht, mich umzubringen. Was sagst du da? Das ist ja ungeheuerlich! An deiner Stelle würde ich mich vor ihm in Acht nehmen. Wenn du mich fragst, steckt er mit Mara unter einer Decke. Tja, keine Ahnung, wie du das überlebt hast, aber für einen Kampf hast du dir den falschen Ort ausgesucht. Dieser Hafen hier ist neutraler Boden. Kapitän, wenn du nicht gegen deinen geliebten Kodex verstoßen willst, dann wirf diesen Bengel aus deiner Stadt, Alvarez. Komm her, wir können es gleich hier erledigen. Schluss damit! Wenn ihr euch prügeln wollt, dann so, wie es der Kodex verlangt. Ihr werdet draußen auf dem Blutschwurplatz ein faires Duell austragen. Nichts lieber als das. Na schön, Kleiner. Da hast du deinen Kampf. Mach dich bereit. Ich warte auf dich draußen auf dem Blutschwurplatz. Vor allem die Aussage gerade von mir nach dem Motto, meiner Meinung nach ist er mit Mara in einem Bund gedöhnt. Der hat doch zugegeben, dass er mit Mara Hand in Hand geht. Warum dann... Ja, vor allem, sitzt dann direkt hier. Warum dann diese dumme Aussage in dem Sinne? Meiner Meinung nach. Er hat es doch zugegeben, als er mich verschüttet hat. Oder nicht? Also, ja. Naja, egal. So, Schweinchen. So, mein Freund. Hast du noch was zu sagen? Ja. Was hat Mara dir dafür bezahlt? Was sie mir gibt, kann man mit Gold nicht aufwiegen, mein Freund. Ja, jetzt dreht er völlig durch. Wenn du sie nur sehen könntest, wie ich sie sehe, dann würdest du verstehen. Ich höre ihre Stimme. Immerzu sehe ich ihr Gesicht. Sie ist wunderschön. Ich habe gar keine andere Wahl, als ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Mann, du bist ja vollkommen besessen von diesem Monstrum. Ja, spotte du nur. Deine Zeit ist vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Sie hat deinen Tod befohlen und genau das werde ich jetzt erledigen. Du bist so gut. Ah, das sehe ich anders. Das sehe ich anders. Aber naja, gut. Nur jetzt mal kurz gucken. Das Problem ist, ich habe gerade
probiert, ob ich kontern kann, meine Güte. Komm zur Sache! Oh, wow. Zeig's ihm! Weiter so! Muss mal gucken, wie das mit dem Kontern probiert. Deswegen mach ich das. Wow. Komm zur Sache! Egal. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ja. Okay, du hast gewonnen. Du willst den Dolch? Hier hast du ihn. Danke. Danke. Also mal ganz ehrlich, der Skin von dem Dolch sieht echt langweilig aus. Ich habe zu viel Guild Wars gespielt. Der Dolch sieht tatsächlich, oh man, gar nicht mal so heftig aus. Aber warte mal. 60 Schaden, das macht 70. Ich benutze mal den Blutopferdolch, ein Weilchen. Gucken, hat dann. Rum, Gold, Es ist schön, dass ich den Blutopferdolch einfach zweimal habe, weil das Spiel ein bisschen. Hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Oh, doch. Okay, du bist toll. Ha! Und jetzt beweg dich. Ach, Patty, du weißt ganz genau, was ich hören möchte. Deswegen kriegst du einen Grog. Ich habe noch Grog übrig. Eine. Hier. Danke. Meine Freunde, macht das nicht nach. Frauen möchten nicht mit Grog bestochen werden, aber wenn ihr die Möglichkeit... Nein, Quatsch. Quatsch, lass Egal. Egal, ja, machen wir mal weiter. So. Slane hat den Kampf verloren. Es ist ein großer Schock für mich, dass Slane zu Mara übergelaufen ist. Sicher war er nicht immer das, was ich mir unter einem ordentlichen Pirat vorstelle, aber... Was bist du für ein Anführer, wenn er dich so an der Nase herumführen konnte? Tja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Wie wär's mit... Danke, hier hast du all mein Gold. So weit würde ich nicht gehen. Aber du hast dir in der Tat eine Belohnung verdient. Wenn du willst, bilde ich dich zum Schwertmeister aus. Was ist eigentlich mit dem Dolch? Den hatte Slane natürlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Gut gemacht, Captain. Ich hoffe, dass du auch weiterhin erfolgreich bist. Wir müssen alle Artefakte in unseren Besitz bekommen, bevor Mara alles in Schutt und Asche verwandelt hat. Also sagen wir es mal so, Slane war so gerissen, dass er den Dolch verdoppelt hat. Oder? Oh Mann, egal. Was machen wir, wenn wir die Artefakte haben? Natürlich werden wir versuchen, sie gegen Mara einzusetzen. Was denn sonst, du Grünschnabel? Dazu müssten wir Mara erst einmal finden. Das klären wir, wenn sich die Artefakte in unserem Besitz befinden. Wie du das sagst, hört sich das ganz einfach an. Vertrau mir, wir werden einen Weg finden. Wie du meinst. Ich gehe dann mal wieder. Viel Glück, mein Junge. Komm heil und gesund wieder. Ja, ich versuch's. Unterrichte mich. Was soll ich dir zeigen? Alles. Schwertmeister. Ich bin noch nicht... Vor allem Klingenzehn. Ich guck mir erstmal gleich alles an. Klingenzehn ist schon heftig. Das ist schon heftig. Was? Ich will den Säbel meisterhaft beherrschen. Ich will den Säbel meisterhaft beherrschen. Du bist schon ganz gut, aber du kannst noch besser werden. Ein Säbel ist nicht einfach nur eine Hiebwaffe. Die Klinge hat eine Schneide und die benutzt du noch zu wenig. Schneiden und schlagen. Benutze beide Techniken. Dann kannst du zum größten Schwertmeister der südlichen Inseln werden. Das bin ich doch jetzt schon. Ich denke mal... Das Säbelwaffen, ach, steht da ja auch Hieb. Oh Mann, ich bin so doof. Also Säbel sind Hiebwaffen, Degen sind Stichwaffen. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch mehr als 62 in Hiebwaffen haben. Wir haben 92. Das
Das ist ein bisschen. Wir müssen jetzt noch mal gucken, ob es noch irgendwelche Artefakte gibt, also legendäre Gegenstände, die Hiebwaffen verbessern. Weil ein paar haben wir noch. So ein Drittel ungefähr an legendären Gegenständen haben wir noch zu suchen. Vielleicht ist da eins dabei, das Hiebwaffen hat. Aber ganz ehrlich, ey, mit 92. Ich glaube, ein bisschen Schaden machen wir, wenn wir zuhauen. Seien wir mal ehrlich. Unterricht. Was? Schwertmeister. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Degen, komm. Geh weg. Schwertmeister wäre wahrscheinlich noch das, was es ein bisschen besser macht. Ist die Frage, was genau macht Schwertmeister? Kann man ja hier schön nachgucken. Schwertmeister. Alle deine Nahkampfangriffe verursachen deutlich mehr Schaden. Das ist krass. Wunderbar, du kannst die Angriffe deines Gegners unterbrechen. Ist halt die Frage, wie immer. Ist auch egal. Ja, Klingen auf 10 machen? Ich glaube, das nächste Mal mache ich einen auf Härte. Und den Rest dann auf Klingen oder so. Beziehungsweise, ganz ehrlich, 92 Hiebwaffen, das ist schon... Das ist schon eine Hausnummer. Also jetzt ist eigentlich die Frage, was müssen wir als nächstes machen? Mal ganz... Wenn noch was auf Antigua. Bringe den rum nach Antigua. Ah, das Losungswort, das haben wir noch nicht. Hier, Anna, das ist hier oben beim Wasserfall. Aber wir können mit dem Barkeeper nochmal quatschen, dass wir den Rum dabei haben. Das habe ich voll vergessen. Das gefällt mir nicht. So, hier hast du deinen Rum. Ich habe Nachschub für dich aus Takarigua. Bei Neptuns Bar, das ist ja hervorragend. Hier, nimm das Gold. Du weißt ja, worin du es investieren kannst. Sicher. Komm. Dankeschön. Darauf trinken wir ein. Du wirst noch mein neuer Lieblingskapitän, weißt du das? Sag nicht sowas. Du wirst. Ich dachte, ich bin schon längst dein Lieblingskapitän. Frechheit. So gut, bitte. Okay. Härte 7. Okay, so viel Härte haben wir noch nicht, ne? Ja, knapp 900 bräuchten wir dann noch. Das Ding ist, das brauchen wir nicht. Die Zwillinge, ich möchte noch mal gucken, wie das im Kampf ist mit dem Dolch. Ob sich das lohnt. Okay, das Losungswort, das haben wir noch nicht. Der gierige Morrigato. Diese Hotelzimmer. Die Bucht von Morikai, das brauchen wir noch nicht. Eine Luxus. Wilson ist verknallt. Vielleicht kann er eine Wurm. Ach, was muss ich das machen? Wobei, er gibt Rum eigentlich, ne? Was ist mit ihm passiert? Hatte wohl eine große Klappe. Probier es mal aus. Scheiß auf das Gold, das ich wahrscheinlich zahlen muss. Das ist mal Rum grad geiler. Ich hörte, du stehst auf Grace. Was? Wieso? Wer hat das gesagt? Ist doch unwichtig. Stimmt es oder stimmt es nicht? Naja, wenn du mich so fragst, ich bin dieser feinen Dame nicht ganz abgeneigt. Versteh. Aha. Wie wär's, wenn ich ein Treffen mit Grace arrangiere? Du? Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Wie willst du sie dazu überreden? Geld. Mit Gold, natürlich. Ich habe ein Händchen für Frauen. Ich habe ein Händchen für Frauen. Lass mich nur machen. So, so. Hast du das? Das wird dir nicht viel nutzen, fürchte ich. Das edle Fräulein hat mich bisher immer verabscheut. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir werden sehen. Na gut. Abgemacht. Aber wehe, du verarschst mich, klar? Oh, Kacke. Ich erinnere. Die wollte, ich glaube, 1000 Gold haben, ne? Beziehungsweise ein bisschen weniger, weil ich ihr Honig ums Maul geschmiert habe. Ja, weißt du was, wie viel haben wir? 4600 bekommen. Scheiß doch aufs Gold. 500, komm. Enno, hier ist dein Gold. Gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warne dich. Zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar?
Klar. So, und jetzt. Warte mal. Wie gut. Ah, kacke, das wollte ich gar nicht. Cool. Naja, gut, jetzt für 500 Gold, 105 Erfahrung. Ist kein allzu geiler Tausch, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist kein allzu geiler Tausch. Aber vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen Ruhm. Ich hab mit Grace über dich gesprochen. Im Ernst? Was hat sie gesagt? Sie will sich mit dir treffen. Was? Wirklich? Oh, das ist ja... Wie hast du das geschafft? Ach, warte. Ich will es gar nicht wissen. Ich werde meinen besten Anzug tragen. Wenn ich bloß wüsste, wo ich ihn nochmal hingelegt habe. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich hab zu tun. Okay, das mag sich jetzt zwar vielleicht irgendwie ein bisschen arschig anhören, aber stellt euch mal einen Schmied. Ich habe aus Versehen beim Speichern auf die 6 gedrückt. Stell dich mal einen Schmied mit einem Feinanzug vor. So wie. Die Frage ist, hatten wir. Okay, das Ding, das Artefakt haben wir von ihr gekauft. Okay, ciao. Also ich glaube, auf Antigua haben wir jetzt nichts mehr. Nochmal auf Questlog. Okay, Antigua, das Losungswort, das haben wir nicht. Die Sturminsel, der Lufttempel. Bitte gehen Schande, wir uns da hinschnippen. Mara hat die magische Energie des Lufttempels angezapft, um daraus abscheuliche Kreaturen zu erschaffen. Ich muss Maras Monsterlabor zerstören. Schatzinsel, Stalberts Schatz. Noch eine Tagebuchseiten. Ich sollte auf Takarigua in Stalberts Tour nach weiteren Hinweisen suchen. War das genau okay? Ich erinnere mich, in der letzten Folge hat Patty was davon geredet, aber ich habe die Tour nicht ganz gefunden. So, ich gehe mal ins Bett aus Gründen. Das ist nicht mein Bett. Ich mal gucken. Jafar, hast du irgendwas gesammelt? Was du gesammelt hast. Yep. Schade. Ich glaube, das sammelt halt echt nur, wenn wir ihn mitnehmen. Und dann denke ich mal daraus, aus dem Zusammenhang, dass er sowieso nichts Weltbewegendes klauen mag. Ich frage mich halt echt, ob das alles zu laut ist oder ob ich gerade meinen Ton zu laut habe. Weil ich kann mir, so wie ich gerade den Ton hatte, vorstellen, dass der Regen einfach viel zu laut ist. Aber na gut, wir gehen jetzt nochmal nach Patty. Kannst du das Schiff? Dein kleiner Freund fängt an, uns Ärger an Bord zu machen. Jafar? Wieso? Was macht er denn? Alle Nase lang verschwinden irgendwelche Dinge. Nichts Wildes. Ein bisschen Kram hier, ein paar Goldmünzen da. Er ist recht geschickt dabei, uns Stück für Stück die Taschen zu leeren. Zu wenig, um Alarm zu schlagen, aber zu viel, um es einfach zu ignorieren. Und du bist dir ganz sicher, dass es der kleine Gnom war, ja? Ach komm, sei doch mal ehrlich. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich vielleicht? Ist gut. Ich rede mal mit ihm. Okay. Na, Jafar, es tut mir leid. Wenn die Frau im Haul auf dem Schiffe sagt, dass du das zu lassen haben sollst, dann hat die Frau recht. Reden wir mal über deinen Nebenverdienst hier an Bord. Peso? War mir klar, dass du auf dem Ohr taub bist, kleiner Langfinger. Donna Blemo Jafar. Misada. Spiel hier nicht den Beleidigten, ja? Du hast meine Crew bestohlen. Oder willst du das etwa abstreiten? Stehlen ist ein böses Wort. Jafar ist nicht böse. Jafar sammelt Dingi. Wenn du verbietest, einem Gnom Dinge zu sammeln, ist es so, als wenn du sagst, hör auf zu atmen. No. Gib mir, was du geklaut hast. Und lass es in Zukunft. Zumindest bei meiner Crew, okay? Kaka. Wie bitte? Hier hast du. Jafar wird nicht mehr sammeln an Bord. Versprochen. Gut. 76 Gold, das hat sich ja. Der Aufwand dafür hat sich jetzt nicht gelohnt. Jafar, es tut mir leid.
Sammeln so viel du magst. Die anderen hier an Bord haben sowieso nichts. Nichts von Wert. Solange du mich nicht beklaust, ist alles in Ordnung. So, Kurs setzen. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Ich möchte nochmal nach Takarigua. Guck mal, wir können uns Sturminsel, Insel der Toten, die Schwertküste, die Bucht von Maracay. Wir können alles, außer das da. Ich weiß gerade auch gar nicht, was das ist. Ist wahrscheinlich die... Ach, keine Ahnung. Ich möchte nochmal nach Takarigua. Okay, alles gut. So, hier war irgendwo... Weißt du was? Patty, du hast mal Auszeit. Ich nehme mal Jafar mit. Komm mit. Komm mit. Claro. Claro. So, nämlich... haben wir das hier? Ach, tatsächlich. Cool. Das heißt, es ist... Ist das wirklich hier? Das Problem ist aber halt... Schön und gut, dass es dann... Questziel. Das muss dann halt irgendwo hier sein. Das ist wahrscheinlich dann... Ey, Süße. Ja, toll. Das hat mir jetzt wirklich viel gebracht. Ich könnte zwar auch mit Lago sprechen und mir seine schwarze Perle wiedergeben, aber ganz ehrlich... Inventar, Ausrüstung... Die schwarze Perle... Eingerissenheit... Das ist halt einfach zu gut. Das ist einfach zu gut. Stabatskiste vielleicht hier irgendwo? Wow. Vor allem mal ohne Scheiß, der hat gesagt zweiter Stock. Mal ohne Scheiß. Für die Leute in der letzten Folge, die gemeckert haben oder aufgeschrien haben, direkt dran vorbeigelaufen. Für mich ist das der Erdgeschoss. Ja. Das ist der erste Stock. Und das ist der zweite Stock. Ja, und Patty hat eindeutig gesagt im zweiten Stock. Nur um mal kurz meine Würde zu verteidigen. Na egal. Tagebuchseite. Oh, 500 Gold. Nice. Alles nehmen. Stahlbarts Notizen. Das war Nummer 4, ne? Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Vermerk. Ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben, Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Grigorios Stahlbart, 4 von 4. Hm. Patty vermutet, dass der Vater Hinweise versteckt hat, die seine Rätsel verwirklicht zum Schatzes erklären. Wir sollten sie alle finden, um nicht in eine tödliche Falle zu geraten. Okay, dann müssen wir mit Patty nochmal quatschen. Schmierige Köchlein. Der Pirat Harlock soll Stahlbarts Tagebuch zuletzt... Und wo war der nochmal? Ah. Das ist traurig, wenn man seinen eigenen... nicht seinen eigenen Koch beim Namen kennen. Kacke. Aber es fing beides mit HA an. Also das ist vollkommen verständlich, dass ich da durcheinander gekommen bin. Ich muss sagen, ich habe schon auf schlimmeren Schiffen angeheuert. Okay, und das heißt? Ich sag mal so. Wenn ich in jener Holzsacke der faule Gestank der Inquisition stecken würde, wäre es ein verdammt guter Kang, Sir. Gut, dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Aye, aye, Captain. Wo ist mein Essen? Mal ganz getrost gefragt. Okay, ja. Gut, das heißt, es bleibt uns nichts anderes über, als mit Patty nochmal zu quatschen. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber ja. Ich habe eine weitere Tagebuchseite gefunden. Sehr gut. Was steht drin? Sag du es mir. Zeig mal her. Es scheint die vierte von 4 Tagebuchseiten zu sein. Das heißt, uns fehlen noch 2. Ja, und mein Vater hat hier Hinweise notiert, wo sie zu finden sind. Hm. Nesir, der alte Säufer, hat eine gekriegt. So, so. Und hier, bei der Tempelruine... Verstehe. Alles klar. Hier. Was willst du wissen?
Wer ist dieser Nesir, den dein Vater erwähnt? Er hat früher oft mit meinem Vater gesoffen, wenn er auf Antigua war. Ich habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Am besten, du fragst mal in Antiguas Hafenkneipe nach. Alles klar. Ja, alles klar. Was meint dein Vater, wenn er von der ersten Tempelruine spricht? Ich glaube, er spricht von der Tempelruine der Eingeborenen, die in der Nähe seines Grabes ist. Ich habe mich mit ihm auf der Schwertküste darüber unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seiner Kaperfahrten schon mal da gewesen ist. Hier, ich zeichne dir mal auf, wo es ist. Ach, geil. Das hat, Schatzkarte erhalten. Ich glaube, ich weiß tatsächlich, wo das ist. Das ist da, wo ich am Anfang meinte, hier kommen wir erst weiter, wenn wir ein Äffchen haben. Wollte ich jetzt hier an der Hafenkneipe quatschen über Nesir? Nee, siehst du. Das war auf Antigua. Alles klar. Gut, das heißt, zurück nach Antigua. Schön, dass das für mich nicht so lange ist wie für die. Okay. Ist immer noch nicht das passiert, was ich denke, was irgendwann passieren wird. So. Komm mit. Okay, da. Aber erst einmal, schon was Besonderes gefunden? Piraten sind gute Sammler. Haben das Beste auf Antigua schon geplündert. Kann gut sein. Trotzdem weitersuchen. Vielleicht Jaffa hat Glück. Ich hab noch Grog. Ich wollte das machen. Gib mir alles, was du gesammelt hast. Jip, jip. Gar nichts. Das macht mich traurig. Jaffa, du machst mich traurig. Ah, okay. So, Hafenkneipe. Wir suchen nach Nesir. Nesir suchen wir. Ich suche Nesir. Weißt du, wo er ist? Nesir? Den Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Der arme Kerl war dünn wie ein Gerippe. Hat den letzten Winter nicht überlebt. Oh, na toll. Naja, du kannst immer noch sein Grab besuchen. Er liegt hier auf dem Friedhof am Haus der Kapitäne. Hier, ich zeichne es dir auf deiner Karte ein. Oh, Spencer, du bist der Beste. Ganz ehrlich, dafür kaufe ich den Rum ab. Aber auch nur dafür. Okay. Gut, das heißt... das Piratengrab, das zeichnen... Nachts in alle Katzen grau. Das ist, ja. Das lasse ich einfach mal so stehen. Ich denke mal... Es ist genau das, genau bei den anderen Gräbern. Aber das Schöne ist halt, dadurch, dass das eine Schatzkarte ist in dem Sinne, werde ich höchstwahrscheinlich ein rotes Kreuz auf dem Boden haben. Ja, und zwar das, was ich noch nicht geplant habe. Nesir! Tatsächlich, cool. Sehen. Die Karte zu Nesirs Grab. Okay, Sesam, öffne dich. So. Knochen und Gold. Das ist, das war schon mal ein Fehlschlag. In Nesirs Grab war eine Kiste vergraben. Aber sie scheint schon geplündert zu sein. Das klingt nicht gut. Ohne den Hinweis können wir die Rätsel vielleicht nicht lösen. Wenn du den Schatz haben willst, haben wir keine andere Wahl. Hm. Dann halte bloß die Augen offen, wenn wir da sind. Okay, das heißt, wir müssen... zur Tempelruine. Wer war Harlock nochmal? Wird mir jetzt auf der Karte auch nicht angezeigt. Jetzt können wir das erstmal nicht machen. Zur Sturminsel. Sollte kann man irgendwann Strand der Kristallfestung suchen. Das ist dann ja
Hier? Ist das die, da ist die Kristallfestung. Das ist die Frage, die alte... wo wollen wir hin? Ich glaube zum Reich der Toten dann, oder? Shaganumi-Stamm, Marakai-Stamm, Hakenhand, die Insel der Toten. Ich glaube, wir haben jetzt schon zwei Sachen, Insel der Toten hier, legendäre, und zwei Marakai. Ich möchte nochmal einen neuen Kurs setzen und nochmal nach Caldera. Bitte nicht? Ich glaube, das, was ich meine, was dann halt auch kommen wird, wenn ich, ihr werdet es schon merken. Das kommt wahrscheinlich, wenn wir auf eine bestimmte Insel reisen. Kann ich mir gut, vorstellen. Ich sollte den Kamm irgendwo am Strand der Kristallfestung suchen. Ein Kamm mit einem Zinken. Das müsste ja hier irgendwo sein. Dass du mir hier nichts stiehlst. Ich hab dich im... Das kann ich auch einfach umknüppeln, lass bevor du... Weißt du, macht einen auf und wegen... Du darfst ja nichts anfassen. Ich kann dir auch die Fresse einschneiden. Sorry. Okay, dafür, dass die... dafür, dass das Schloss so halb schwer ist, war das ziemlich einfach aufzumachen, wenn ich einfach nach rechts und nach links gegangen bin. Okay. Also da war das Schloss zum Beispiel ein Ticken schwerer. Na gut, es war aber auch 10 Federn. Okay, dann kann ich ein bisschen was anfangen. Blub. Ich muss tatsächlich sagen, 10 Ringe, krass. Krass, also 200 Gold kriege ich da auch schon raus. Nice. Also ich muss schon sagen, ich habe mittlerweile echt Bock auf den dritten Teil. Auch wenn wir gerade mitten im ersten, im zweiten Teil sind. Aber den dritten Teil habe ich am wenigsten gespielt tatsächlich. Und da habe ich gerade echt Bock drauf. Ich bin gerade schon im Kopf am Durchgehen, was für Dinge wir tun werden. Das ist ja irgendwie cool. Ich freue mich drauf. Also ich denke mal, na gut, das Ding ist halt, wenn wir jetzt auf die Karte gucken, Caldera haben wir abgeschlossen, Insel der Diebe, Takarigua und Antigua. Also wir haben die Hälfte des Spiels ungefähr. Und wenn ich so überlege, wir sind, glaube ich, in der 36. Folge. Ist dann noch auf jeden Fall Luft nach oben. Klar, überziehen wir gerade. Wir sind ja bei 33 Minuten. Manche werden länger, manche werden kürzer. Ist halt so. Vor allem ist halt das Problem, dass ich das Gefühl habe, dass ich halt... Wenn ich das Gefühl habe, dass ich in der Folge zu wenig Inhalt habe, dann mache ich die länger. Wenn ich mal Zeitnot habe und sage, okay, ich muss so viel Folgen wie möglich aufnehmen, dann mache ich das. Und dann mache ich die Folgen kürzer. 20 Minuten, 25. Gab's ja alles schon mal. Ich finde den Kamm nicht. Ich finde das gemein. Ich finde das echt... Wo kommst du denn her? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, der Kamm ist ja hier drin. Ne? Aber vor allem, ich habe schon das Ding, das mir sagt, okay, das ist am Strand von der Kristallfestung. Und das müsste ja theoretisch dann jetzt nicht in dieser Höhle direkt sein. Aber das ist ja der Strand von der Kristallfestung hier. Vor allem, der hat extra so einen Wegmarker zum Strand. Geh mal hier hin. Ich mach das mal. Vielleicht bin ich auch einfach nur blind. Seht das einfach nicht. Kann ja auch sein.
Ja. Wir sind Piratenkapitän, aber wir können nicht schwimmen. Das würde mich ein bisschen traurig machen. Okay. Also das mit dem Kamm habe ich gerade echt keine Ahnung. Das kann sein. Ja, wobei, es sagt schon am Strand. Ich weiß es nicht. Ja, wen hätten dann... würde es dann nicht mehr angezeigt werden. Okay, das verwirrt mich gerade. Ich weiß es nämlich gerade aus dem Kopf echt nicht. Wo dieser scheiß Kamm sein soll. Ob der vielleicht irgendwo ein bisschen versteckt ist? Oder ob man vielleicht noch was anderes dafür machen muss, dass der auftaucht. Man kann sagen, eine richtige Schatzkarte finden und dann aber... Wir haben ja scheinbar schon das Buch gelesen, das über den Kamm erzählt. Deswegen bin ich gerade... Oh. Ich würde sonst noch da oben suchen, aber... Wenn es halt wirklich 1:1 sagt am Strand... Da habe ich schon. Ganz ehrlich, ich google das mal zur nächsten Folge. Bin ich jetzt gerade mal selber interessiert daran. Weil das gehört ja theoretisch eigentlich nicht mehr zum Strand, oder? Ups. Ja, das war genau das, was ich wollte. Hm. Dass du mir hier nichts... Ich war gerade so kurz davor, dem wieder die Fresse zu polieren. Okay, das mit dem Kamm ist ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. Ist auch schon 37 Minuten, heilige Scheiße. Ich beende mal an der Stelle die Folge. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. In der nächsten Folge reisen wir weg. Oder ich google und gucke, ob der Strand hier irgendwo ist. Der Kamm hier irgendwo ist. Ja, dann holen wir uns den und dann reisen wir weiter. Also in dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und dann, ja, in dem Sinne, ciao.